Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das dritte Zwangsvideo, mehr oder weniger. Und ich habe jetzt hier den Stefan und den Lukas. Hi. Hi. Und ihr habt die ja wahrscheinlich schon in anderen Videos gesehen, zumindest in ein paar. Also es soll eigentlich ein ernstes Video sein, aber es ist ein lustiges Video mit ernstem Hintergrund. Los, es geht um deine Klinikzeit, Julian. Erzähl mal. Um unsere Klinikzeit. Um uns. Die Leute sind nämlich hier überhaupt, die zwei Kackspasten, weil ich kenne die überhaupt erst, weil die nämlich in der Klinik waren. In einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. In einem Klinikum. Im Krankenhaus. Und deswegen passen die ganz gut ins Video. Und deswegen nehmen wir das Video eigentlich jetzt überhaupt auf. Was vielleicht keine gute Idee war. Aber das läuft schon ganz gut. Also eigentlich soll es halt in dem Video jetzt darum gehen, was mir bei den Zwängen überhaupt geholfen hat. Und dann können die beiden anderen ja vielleicht auch nochmal was erwähnen. Deswegen, ja weiß nicht, was ihr wollt. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich letztes Jahr... Zu Weihnachten war das halt so richtig extrem, was ich erzählt hatte in den letzten Videos. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut die einfach mal an. Muss ich auch noch machen. Richtiger Kackspaß. Ja, und da war es halt so ziemlich schlimm. Und dann musste ich mich so entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Und dann war 11. Klasse und dann wollte ich eigentlich weitermachen. Und es war halt klar, dass ich die Klasse wiederholen muss, wenn ich in die Klinik gehe oder da eine stationäre Behandlung mache. Und ich habe mich dann aber irgendwann dafür entschieden, weil es halt einfach so schlimm war. Und dann hat das aber ewig noch gedauert, bis man da angenommen wurde. Das heißt, also ich habe bis Mai dann noch in der Schule rumgegammelt. Eigentlich sinnlos, weil ich wusste, dass ich es ja eh wiederholen muss. Und im Mai bin ich dann in die Klinik gekommen. Und einen Tag nach mir ist der Stefan gekommen. Genau. Und der Lukas, der war schon da. Ja, Anfang März war ich schon da. Jo. Also ich muss sagen, dass... Also erstmal, man kann ja sagen, wie das da erstmal abläuft oder wie das da so ist. Du meinst jetzt, wie man da ankommt oder so? Na generell, die Leute haben ja wahrscheinlich keine Vorstellung. Wir hatten ja vorher auch keine Vorstellung, was das überhaupt ist. Also ich habe. Na doch, ich war schon öfter dort. Das ist bitter! Nein. Nee, also ich habe, es gibt noch eine YouTuberin, die Miss LXD. Ich glaube, ja doch, das war vorher. Product Placement? Hey, Product Placement. Sie ist ein Produkt. Ein Objekt. Ja. Also auf jeden Fall hat die schon mal ein Video drüber gemacht, weil sie auch in einer stationäre Therapie gemacht hat oder gerade dabei war. Und die hat das ganz gut beschrieben. Die hat eigentlich gesagt, es ist wie eine Jugendherberge. Ja. Ja, sehe ich und, genau. Und dass das alles so abgelaufen ist wie in einer Jugendherberge, bloß halt. Mit strengeren Regeln. Ja, genau. Halt alles bloß ein bisschen so. Also es ist eigentlich. Also es sind immer zwei Leute pro Zimmer. Und Mädchen und Jungs getrennt. Und dann hat halt jeder irgendwo kleine Aufgaben, die er machen muss pro Woche. Und man hat spezielle Therapien eben. Also einzelne Therapien, wo du alleine irgendwas machen musst. Und dann Gruppentherapien, wo die ganze Gruppe ist. Es waren insgesamt 12 Leute, also wenn alle da sind. Und dann eben ziemlich viel Personal. Und zwei Therapeuten. Therapeuten? Ja, doch. Naja, theoretisch auch drei. Ja, eigentlich drei. Ja. Und jede Woche hat man dann halt auch so ein Ziel für sich selbst gesetzt, was man erreichen will und das dann eben immer angepasst. Also am Anfang dann halt sich in die Gruppe integrieren oder sowas und später dann halt mehr auf seine Symptomatik bezogen. Ja, sodass man das halt immer versucht zu schaffen. Und ich weiß nicht, wie weit wollen wir denn jetzt darauf eingehen? Da kann man ja viel erzählen. Ich weiß nicht, so ein Tagesablauf vielleicht. Also, es gab noch eine Schule, solange keine Ferien sind. Das ist ja eigentlich auch jeden Tag irgendwie gewesen. Mehr oder weniger. Aber halt nur so ein paar Stunden. Ja, und Therapien sind halt immer vor Schule gegangen. Und also eigentlich die Schule kannst du da vergessen. Es war einfach nur, weil es sein muss wahrscheinlich. Und ja, dann halt die Therapien zwischendrin. Ich weiß nicht, halt, also entweder um 7 oder um 8 aufstehen. Das war ja unterschiedlich und dann halt nochmal Frühstück, dann kam meist die Schule. Ja, gleich ja, meistens. Und das ging halt meist nur 2 Stunden, also 2 Schulstunden und ja, je nachdem wann es war, gab es entweder Mittag gleich oder es kam noch eine Therapie hinterher. Ja, genau. Also generell, manche haben ja auch gleich nach dem Frühstück noch Therapien und mussten eher aufstehen, weil irgendwas schon früher um 8 war oder so. Der musste ja auch immer ja, das aufstehen auch. Als die anderen. Aber ich meine auch, manche haben ja dann um 8 eine Therapie gehabt und da war aber um 8 erst Frühstück und dann haben die schon vorher gefrühstückt und sowas. Ja. Das gab's ja auch. Aber
Und dann kam die geile Mittagspause. Ja, nach dem Mittag dann die Mittagspause. Also Mittag und Frühstück und alles sowieso alles ganz festgelegt. Also man hat, also erstmal, man ist die ganze Woche dort. Hätten wir vielleicht auch mal so erwähnen können. Und am Wochenende kann man aber nach Hause. Und alle zwei Wochen so, dass man, also in einer Woche Samstag nach Hause fährt morgens und abends wiederkommt. Und dann sonntags wieder nach Hause fährt morgens und abends wiederkommt. Und die Woche drauf dann Samstag, also das ganze Wochenende Samstag losfährt und Sonntag wiederkommt. Und dann haben wir halt Sonntag den Plan bekommen für die nächste Woche. Da steht halt alles ganz fest drin. Therapienmäßig und so, muss alles eingehalten werden. Und dann halt Esszeiten und sowas, alles festgesetzt. Und dann denselben Abend noch unser Wochenziel draufschreiben. Genau. Und... Das war auch Freitagabend dann immer gewesen. War es schon Freitagabend? Ja, bei Freitag mussten wir immer unsere Freitag mussten wir immer unsere Therapiepläne ja abgeben, die wir in der ganzen Woche hatten. Und das wurde dann halt von den sämtlichen Therapeuten dann geschaut sozusagen, welches Thema wir uns schon gesetzt hatten, was dann aber halt Montag früh dann immer ausgewertet wurde. Genau, in der Gruppenrunde. Ja, also Nachmittag kommt dann die Mittagspause, da waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben. Das ist eigentlich das, also ich find's gar nicht mehr so schlecht. Ich auch nicht, das war voll entspannt, die zwei Stunden so abzugammeln. Ja, vor allem, weil, also erstmal, man hat doch kein Handy gehabt, man hat nur einen MP3-Player, den man aber auch abgeben musste und dann halt in der Mittagspause zum Beispiel mal bekommen konnte. Aber sonst hat man eigentlich nichts, das finde ich aber auch gut. Also, ich glaube, so eine Therapie geht eh nicht ohne sowas. Mit sowas. Es ist ja extra deswegen, dass man sich mehr auf die Therapie konzentriert, ja, als wie auf irgendwelche außertherapielichen Sachen. Es kann aber auch sein, dass in der Mittagspause mal eine Therapie dabei war. Ja, ja. Die Therapien halt, gehen halt trotzdem immer vor. Ja. Jo, und sonst halt in der Mittagspause entweder irgendwelche Hausaufgaben machen oder einfach halt nur die Zeit vertreiben. Irgendwie. Aber und sonst gibt's halt, wenn man jetzt irgendwie Freizeit hat zwischendrin, aber es ist keine Mittagspause. Also, achso, in der Mittagspause muss man auch in den Zimmern bleiben. Und sonst gibt's halt noch einen Gruppenraum, wo man hingehen kann und wo dann die meisten sich aufhalten, beziehungsweise wenn schönes Wetter ist, eben draußen. Und aber auch alles geregelt mit rausgehen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir auf das alles eingehen wollen. Ich glaube, das dauert eh alles viel zu lang. Ja, das dauert zu lang. Ja. Also man kann einfach geregelt rausgehen. Man darf nicht einfach das Gebäude verlassen. Wenn man sich benommen hat. Wenn man ja, sich daneben also benommen hat, da... Halt eine bestimmte Zeit und zu bestimmten Zeiten und so weiter. Also alles eigentlich geregelt. Was mit Sicherheit auch total sinnvoll ist. Ja, und also ich finde, mir hat am meisten geholfen, einfach die Ablenkung und einfach in einer anderen Umgebung zu sein, als immer zu Hause oder so. Und halt generell die ganzen Therapien und so weiter sowieso. Aber auch einfach das Unter-Leute-Sein hat mir total geholfen. Ja. Und was ihr jetzt von euch erzählen wollt, müsst ihr jetzt entscheiden. Ja, also ich sag mal, die Zeit im Klinikum war für mich gerade mal der erste Schritt. Aber es war ein wichtiger Schritt und nachdem ich entlassen worden bin, ging es halt noch ambulant weiter und ja, ich bin eigentlich sehr stolz auf mich, dass ich das theoretisch alles, ja auch praktisch alles selber geschafft habe. Mhm. Und ja, ich bin jetzt, ich sehe mich quasi jetzt als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mensch. Und vorher nicht, demzufolge. Hm? Und vorher nicht, demzufolge. Nee, da war ich ja depressiv und die ganze Leier halt. Na, wobei, ja, ihr kennt das zwar nicht, aber ich habe jetzt keine Lust, das alles zu erklären. Super! Das ist gut. Okay. Gut, weil gerade drüber gemeckert worden ist. Ich war wegen, weil ich suizidal war, oder, ne? Ist klar. Ich hab dir auch viel geholfen, ne? Nee. Okay. Aber mit Stefan, das war echt eine geile Zeit. Im Zimmer. Ja, also die beiden waren zusammen im Zimmer. Ja. Ich weiß nicht, Stefan, willst du jetzt irgendwie was, hab ich was Wichtiges vergessen? Nee, also... Kannst du über dich reden? Ja, also wir müssen auch sagen, dass mir halt... Also mir hat viel das mit der Gruppe geholfen. Also dass man wirklich so eine Gruppe von schon so Gleichaltrigen hatte und nicht hier irgendwie so eine Mischung geworden mit dann, wenn man schon halt älter ist, mit irgendwelchen 12- und 13-Jährigen zum Beispiel. Hm. Was ich halt auch schon in manchen Kliniken hatte. Und halt auch wirklich die ganzen Therapien, was, also mit Bewegungstherapien und sowas.
dass man halt sich wirklich auspowern könnte. Also nochmal auf die Therapien zu sprechen. Also mir haben halt viel die Bewegungstherapien geholfen, weil ich halt auch eine Zeit lang auch mit meinem Gewicht auch zu kämpfen hatte und vorher nie was machen konnte oder wollte, weil ich einfach zu faul war, muss ich ehrlich sagen. Aber dort hast du wirklich eine komplette neue Struktur ins Leben bekommen, die halt wirklich gefehlt hat. Und es ist halt, muss ich ehrlich sagen, man kann da sehr viel abnehmen in der Zeit. Ja, man kann aber auch zunehmen. Also ich habe zum Beispiel zugenommen, was aber auch gut war, weil ich jetzt nicht abnehmen musste. Ja, in 3,5 Monaten, die ich in der Klinik war, habe ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bestimmt um die 20 Kilo abgenommen. Das ist krass, eigentlich, ja. Und das hat wirklich auch viel durch die ganzen Sporttherapien, wo man... Aber auch viel deswegen, weil das Essen einfach nicht geschmeckt hat. Das ist auch okay. Sollte ja. Man auch... Das kannst du ja rausschneiden. Mir hat es gut geschmeckt. Ich fand das Essen gut. Ja. Ich habe da mehr gegessen als zu Hause. Was aber eher daran lag, dass alles geregelt war. Und, weißt du, hat halt gut geschmeckt. Ja, stimmt, das kotzt mich auch hier gerade so richtig an. Was? Naja. Aber das ist auch cool. Weißt du, wie viel er schneiden muss hier? Ach, das kann man auch einfach mal drin lassen. Das ist authentisch. Ja, guck mal, wenn wir jetzt so eins zu Meckens waren, ist es so viel spontaner. Und wenn Sie wenn das wissen wollt, ich fahr dann. Super. Ja, seid der Stefan, Alter. Also... Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Euer letztes Wort. Letzte Stunde als Geschwister. Was mir am meisten gefallen hat, ist auch auf jeden Fall die Jugendlichen kennenzulernen, weil das, ja. Ich weiß nicht, das waren die coolsten Leute, die ich kennengelernt habe, wo das ich stimmt. Mir so gedacht habe, also früher, als ich noch depressiv war, gibt es jemanden, der das auch außerdem, gibt es irgendwen, der irgendwie die gleichen Interessen hat wie ich, weil ich hab die ganze Zeit bloß vorm Rechner gehockt und so eine Scheiße. Da habe ich mich total als Loser gefühlt, aber ich habe gesehen, Stefan ist auch ein Loser. Jo. Bin ich dann raus. Alles geklärt. An dieser Stelle nochmal. Ja. Also dort sind ziemliche Loser gewesen. Und das waren die coolsten Loser, die ich kennengelernt habe. Nee, also es ist echt mal cool. Ja. Also wenn man da jetzt so denkt, da sind nur Bekloppte drin. Das mag vielleicht stimmen, aber... Ja, also was mal angesprochen werden muss, ist, dass wir nicht irgendwie in Zwangsjacken durch die Gänge gerannt sind oder und sowas. Und alle so übelst bekloppt. Ja. Ich bin nicht verrückt. Obwohl ja, Lukas manchmal nötig das, gehabt hätte. Das ist manchmal so ein... Nein, das ist eigentlich, die sind eigentlich alle total normal und... Das hat meine Mutter auch gesagt, das sind ganz normale Leute, die einfach mit ihren Problemen schwer zu kämpfen haben. Ja, ist ja auch so. Das sind teilweise... sind Ah, man weiß nicht, da, normale Menschen eben. Ja. Weil, na, wenn andere so drüber denken, also hätte ich früher auch gedacht, dass da alles Kloppis sind und alle total ich dumm. Kann, ich kann nicht rechnen durch meine sämtlichen Vorgehen, die ich aufenthalte. Ja, okay. Ich habe mich eigentlich immer gestraft. Aber sagen, und sowas, da waren es wirklich noch Kloppis, wo ich damals war. Also das war jetzt die allererste richtige Therapie, die erst auch gewirkt hat und wo auch wirklich normale Patienten waren. Also... Ja. Und es gibt eigentlich die Probleme wie in allen Gruppen irgendwie und ja, Sachen wie in Gruppe, allen Gruppen, das ist halt ganz normal. Ich glaube, unsere Gruppe war damals vom Zusammenhalt her und von dem Ganzen mit einer der besten. Ja, da kannst du von den anderen Gruppen gehört hat. Ja, okay. Kann man jetzt ja nicht so gut beurteilen. Meinst du jetzt auch die danach folgende Gruppe? Die soll wohl nicht so gewesen sein? Also die Gruppe, wo ich mit Julian drin war, das war... Also da wo wir gekommen sind, die waren... Ja, wo wir gegangen sind halt. Wo auch noch so alte Gruppe wie ich dabei waren. Ja. Genau, und halt die dann danach, wo du dann dort warst. Ja, genau. Also ich fand die ältere Gruppe besser. Ja. Ich auch. Was dann so das Paddeln. Ach, davon mal erzählt. Das kann man auch erzählen. Hau mal raus jetzt. Also es gab dann noch, die Klinik macht jährlich eine Paddelfahrt oder einen Ausflug. Und da mit Paddeln und Zelten und ja, also dann mit Kanus, oder? Das war Stechpaddel, also ja, so mit einem. Ne? Genau. Mit Kanus fahren und die Zelte mitnehmen und dann von Zeltplatz zu Zeltplatz und das ein paar Mal. Und das war echt cool. Also da haben wir auch echt Glück gehabt, weil wir halt genau in der Zeit da waren, wo die es gerade gemacht haben. Und das ist halt nur einmal im Jahr für eine Woche, ne? Drei für da. Ja, also... Ja, nur 5 Tage, wenn die Rückfahrt mit dazu zählen würdest. Ja, also so eine relativ normale Woche, wie wir normal schon in der Klinik wären. Und Sonntag und Donnerstag. Ja. Das war echt einfach cool und
vor allem auch um die Leute kennenzulernen, aber auch um das Personal einfach anders kennenzulernen. Machst du noch mehrere Videos oder war das das letzte, was du gemacht hast? Nein, es kommt noch ein Video. Ich habe bloß vergessen, worum es geht. Ah ja, wie die Zwänge denn heute sind. Das machst du dann aber alleine. Es ist ein bisschen chaotisch jetzt gewesen. Ja. Und ich hoffe, wir konnten euch zumindest einen kleinen Eindruck über sowas. Ne? Geben. Und es kommen noch einige Videos mit mir und Lukas. Ja, aber die werden nicht so. Die werden mehr chaotisch sein und richtig Spaß wird das. Müsst ihr nicht entscheiden, alles bekloppt. Das ist eine Lüge. Das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Hatten wir schon mal. Also die Abo-Zahlen werden fallen. Definitiv. Ja. Das ist Fakt. Huch. Ende. Ich hoffe, Julian hat nicht viel zu schneiden und ihr habt einen schönen Spaß. Der war gut! Haut rein, Leute. Also das Video ist jetzt zur Zeit 21 Minuten sein. Lang. Ich glaube, das wird vielleicht dann für 10 Minuten am Ende sein. Na dann, erwähnt das. Was wollte ich denn sagen? Ich kann nicht denken, Mann, ich habe nur ein paar Stunden geschlafen. Also danke fürs Zusehen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war mit den Zwänen hier. Tschüss. Aber es war, ich denke, ihr habt da zumindest andere Einblicke. Und wenn ihr auch irgendwelche Probleme habt und überlegen müsst, ob ihr sowas macht oder nicht, dann macht es auf jeden Fall. Wenn ihr glaubt, dass es nicht anders geht. Also das Gegenteil, oder was heißt Gegenteil, was ihr noch machen könnt oder was man dann noch machen könnte, wäre dann eine ambulante Therapie. Das habe ich auch nicht erwähnt. Vorher war ich... Ich habe es aber erwähnt. Ja? Ja, dass ich nach meiner Zeit im Klinikum eine ambulante Therapie angefangen habe. Ich hab dir nicht zugehört. Jetzt habt ihr mich wieder durcheinander gebracht. Jetzt wollt ihr beenden, jetzt müssen wir machen. Ja, es ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Ja, ich wollte ambulant sagen. Und da war davor ambulant und bin jetzt immer noch ambulant. Aber das kommt dann eigentlich schon, passt doch zum nächsten Video. Du bist dort immer. Und das wäre eben das, was natürlich auch funktionieren könnte. Und da müsste man nicht stationär, weil stationär dann eben die Schule zum Beispiel ziemlich beeinträchtigt. Und dann müsst ihr eben zum Beispiel ein Jahr wiederholen oder irgend sowas. Oder muss man ein Jahr wiederholen. Und das wäre dann eben eigentlich, also ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass die stationäre Aufenthalt effektiver sein kann, weil man ja dauerhaft damit konfrontiert wird. Eben. Aber es gibt auch noch Tageskliniken, das gab es bloß hier in der Region nicht. Mensch. Ah ja, ich wollte sagen, dass es Tageskliniken gibt, wo du dann halt morgens hingehst und abends zurückkommst. Okay. Und dann trotzdem daheim bist, aber ich glaube, da kannst du dann auch nicht in die Schule gehen. Also ich muss ehrlich sagen, die Tageskliniken, die sind nicht so effektiv, muss ich sagen. Ja, ist wahrscheinlich. Weil ich war dort ja auch. Hm. Ist ja auch logisch. Eine Ambulante wäre halt immer in der Woche oder so. Und Tagesklinik, da bist du zwar tagsüber dort, aber hast dann halt trotzdem, dann kannst du abends wieder genau denselben Rhythmus verfallen, wie du sonst auch immer warst. Ja, genau. Dadurch deswegen bringt dir das halt. Deswegen habe ich mich dann noch für was Ambulantes entschieden, weil gerade für die Zwänge hatte ich ja meine Rituale, wo die sind und so, und halt in so einer Klinik. Ist ja alles neu. Und ich konnte mich dann auch gar nicht auf die Zwänge konzentrieren, weil ich viel mehr mit dem ganzen anderen Zeug, was so passiert ist, zu tun hatte. Und deswegen hat es echt gut geholfen. Ja, das war's jetzt aber für das Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr dran geblieben seid, dann Respekt an euch. Ich hätte es nicht gemacht. Ja, nein. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.